damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht belastet werden. So, ich höre gerade, der Innenminister spricht. Innenminister Eckhard Ratz wird das vorläufige Ergebnis der Urnenwahl Ihnen jetzt bekannt geben. Wobei die mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen noch nicht eingerechnet sind. Davon waren 49.883 ungültig, 3.197.676 gültig. Die Wahlberechtigung betrug ohne Briefwahlstimmen 50,6%. Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die einzelnen wahlwerbenden Parteien wie folgt. Österreichische Volkspartei, 1.130.527 Stimmen, das sind 35,4%. Sozialdemokratische Partei Österreichs, 754.347 Stimmen, das sind 23,6%. Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, die Freiheitlichen, 578.454 Stimmen, das sind 18,1%. Die Grünen, Grüne Alternative, 417.226 Stimmen, das sind 13,0%. NEOS, das neue Europa, 260.547 Stimmen, das sind 8,1%. KPÖ plus European Left. So, Innenminister Eckhard Ratz, Sie haben ihn gehört, das war das vorläufige Endergebnis der Urnenwahl zur Wahl des Europäischen Parlaments. Aber jetzt schalten wir wieder zur ZIB2-Spezial zu Armin Wolf, denn dort wird es mit den Wahlkartenprognosen eine SORA-Hochrechnung geben. Ganz genau vor 30 Sekunden haben die letzten Wahllokale in Italien geschlossen und damit dürfen nun europaweit auch die bisher bekannten Wahlergebnisse öffentlich gemacht werden. Das Urnenergebnis, also das Ergebnis in den Wahllokalen in Österreich, ist ja etwa seit 19 Uhr bekannt, aber es durfte nicht verkündet werden. Nicht enthalten sind in diesem Wahlergebnis die Briefwahlstimmen. Jetzt während der Innenminister dieses Wahlergebnis verkündet hat, laufen die Ergebnisse aus dem Innenministerium in unsere Rechner zum SORA-Institut und werden dort nach einem bestimmten Modell so umgerechnet, dass die Briefwahlstimmen eingerechnet werden. Das heißt, das Ergebnis, das wir jetzt gleich, sobald diese Rechnung abgeschlossen ist, Peter Filzmeier, herzeigen werden, wird sich von dem unterscheiden, das Herr Ratz bekannt gegeben hat. Was ist jetzt quasi das richtige Wahlergebnis? Es ist die Prognose dem endgültigen Wahlergebnis, das wir morgen dann am Nachmittag oder Abend wissen, auf jeden Fall näher, denn wir haben ca. 686.000 Wahlkarten ausgegeben. Jetzt muss natürlich nicht jeder, der eine Wahlkarte sich zustellen hat lassen, damit auch abstimmen. Aber es ist die Wahlbeteiligung, die jetzt mit ca. 50% beziffert wurde, dadurch wahrscheinlich in Richtung 60% gehen. Und die Kollegen vom SORA-Institut, Christoph Hofinger, der heute übrigens eine ganz sensationelle Arbeit schon geleistet hat, die haben ein Modell, wo die Datei des Innenministeriums jedes Ergebnis jeder Gemeinde, da haben wir über 2500, übertragen wird. Und auf Basis dieser Bezirksergebnisse auch, die wir dann haben, kann man dann berechnen, auch durch Erfahrungen aus früheren Wahlen, wie war das da mit den Wahlkartenstimmen, wie schaut es mit Briefwahlprognose aus? Diese Rechnung läuft jetzt gerade, wird etwa noch ein, zwei Minuten dauern. Christoph Hofinger rechnet da draußen mit seinem Team. Jetzt, warum unterscheidet sich das Ergebnis mit den Briefwahlstimmen jetzt eigentlich vom Urnenergebnis? Kann man nicht erwarten, dass die Leute, die per Briefwahl abstimmen, ähnlich abstimmen wie die anderen? Nein, das ist nicht so, weil Briefwähler, warum sollten sie typisch sein für alle 6,4 Millionen Wahlberechtigte? Briefwähler sind zum Beispiel eine Gruppe, die mobiler ist. Also oft am Wahltag einfach nicht am Wohnort, damit auch oft jüngere. Und die Briefwahl wird auch mehr in Anspruch genommen von jenen, die einen rein formal höheren Bildungsgrad haben. Für welche Parteien wirkt sich das im Normalfall wie aus? Im Normalfall, aber das ist in der Prognose dann eben schon enthalten, sind beispielsweise Grüne und NEOS bei der Briefwahl etwas besser liegend, auch bei der ÖVP, bei FPÖ und SPÖ ist es tendenziell umgekehrt. Man muss allerdings berücksichtigen, dass die Briefwahlstimmen ja schon seit einigen Wochen abgegeben werden konnten. Da waren also auch welche dabei, die noch vor dem Strache-Ibiza-Video diese Stimme abgegeben haben. Also es könnte dann auch ein bisschen untypisch sein. Ganz kurz, ist das eigentlich demokratiepolitisch bedenklich, dass jemand, bevor diese gravierende Situation entstanden ist, vorher seine Stimme abgegeben hat, der könnte ja nachher jetzt eigentlich anders wählen.
Aus meiner Sicht ist es kein Problem, weil das ja jeder Briefwähler, jede Briefwählerin vorher weiß. Wenn ich 2 Wochen vor dem Wahltag meine Stimme abschicke, dann konnte ich zwar nicht wissen, dass da ein Strache-Ibiza-Video auftaucht, aber ich wusste, dass der Spitzenkandidat der von mir ursprünglich bevorzugten Partei zum Beispiel hier im Fernsehen noch etwas ganz Ungeheuerliches sagt. Also wenn ich mich für dieses Risiko entscheide, dann tue ich sie als Wähler bewusst. Ich höre jetzt gerade von der Regie, irgendwelche Daten sind jetzt schon bei Martin Thür gelandet. Da flutschen wirklich die Daten durch die Computerleitungen, und zwar aus tausenden Gemeinden. Was haben Sie denn für uns? Irgendwelche würde ich nicht sagen. Wir haben die Gemeindeergebnisse. Sie sehen hier die österreichischen Gemeinden, mehr als 2000 an der Zahl von der Wahl 2014, also von vor 5 Jahren. Der Innenminister und das Innenministerium hat uns jetzt die Zahlen für 2019 gegeben. Da sieht man gleich mal ganz deutlich, ohne Hochrechnung, ohne Prognose oder sonst etwas, da ist deutlich mehr Türkis zu sehen. Das heißt, die ÖVP hat deutlich gewonnen. Das ist jetzt nochmal das Ergebnis 2014. Und das ist das Ergebnis 2019. Und die Regie hat mir gerade gesagt, ich nehme mein iPad, auch das Ergebnis inklusive der Briefwahlprognose liegt nun vor. Also die Hochrechner von Sora haben jetzt über diese Zahlen von den Gemeinden auch noch die Briefwahlprognose draufgelegt. Und ja, so hat Österreich heute gewählt. Ja, Sekunde. Ich muss hier nochmal. Jetzt haben wir es. Jetzt ist es da. Das hat noch ein bisschen gebraucht. Das Ergebnis inklusive Briefwahlprognose für Österreich. Die ÖVP kommt auf 34,9%, ein Plus von 7,9 Prozentpunkten. Die SPÖ kommt auf 23,4%, ein Minus von 0,7 Prozentpunkten. Die FPÖ erreicht 17,2%, ein Minus von 2,5 Prozentpunkten. Die Grünen erreichen 14%, ein Minus von 0,6 Prozentpunkten. Die Neos erreichen 8,7%, ein Plus von 0,6 Prozentpunkten. Die KPÖ kommt auf 0,8 und Europa jetzt auf 1,1. Was heißt all das jetzt für die Mandate? Die ÖVP erreicht 7 Mandate, wie wir das schon vorgehört haben. Das heißt, gewinnt 2 Mandate dazu. Die SPÖ erreicht 5, bleibt gleich. Die FPÖ erreicht 3, verliert 1 Mandat. Die Grünen erreichen 2, verlieren ebenfalls. Und die Neos erreichen 1 Mandat. Sollte Großbritannien tatsächlich heuer die EU verlassen, dann bekommt Österreich ja einen Mandatar mehr, nämlich 19 statt 18. Und dieses zusätzliche Mandat, das geht, das schauen wir uns jetzt an. Die ÖVP bleibt gleich, die SPÖ erreicht auch 5, die FPÖ verliert eines. Und die Grünen würden in diesem Fall, nämlich wenn Großbritannien die EU verlässt, 1 Mandat mehr erhalten. Und die Neos behalten ihres. Amen. Danke, Martin. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, Peter Filzmeier, ist das fast punktgenau die Trendprognose, die wir um 17 Uhr schon veröffentlicht haben? Die einzige vielleicht wesentliche Änderung, zumindest in der Wahrnehmung der Neos, ist, dass sie jetzt ein Plus und kein kleines Minus vor dem Wahlergebnis haben, nämlich 8,7%, und das jetzt etwas schlechter war, als wir das gedacht hatten. Wie belastbar sind diese Zahlen jetzt? Also wie Sie richtig sagten, alle Abweichungen von der Trendprognose sind im 0,x-Prozent-Bereich. Allerdings haben die Grünen jetzt statt 13,5 wie in der Trendprognose 14%. Das könnte dazu führen, das werden wir aber wahrscheinlich erst morgen wissen, dass die Grünen auch ohne Brexit das dritte Mandat bekommen. Das wäre laut Christoph Hofinger dann auf Kosten der SPÖ. Und wenn die Grünen das dritte Brexit-Mandat schon haben, dann bekommen sie natürlich nach dem Brexit nicht noch ein viertes dazu. Da ist dann die Frage, ob die SPÖ das wieder dazu zurückbekommt oder eventuell auch die Neos doch noch eine Chance haben auf ein zweites. Jetzt muss man noch mal dazu sagen, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist eine Prognose, die basiert auf den ausgezählten Stimmen in den Wahllokalen. Das sind über 80% der Stimmen, aber knapp 20% sind über Wahlkarten dazugekommen. Das ist jetzt noch immer eine Schätzung. Deswegen, wie sehr kann sich das bis zur tatsächlichen Auszählung der Wahlkarten morgen noch ändern? Also eine Schätzung ist das nicht, sondern das ist ein Rechenergebnis. Und wir wissen ja auch die Zahl der Wahlkarten nicht nur insgesamt, sondern in jedem einzelnen Bezirk. Und damit kann man durch den Vergleich von früheren Wahlergebnissen beziehungsweise auch den Wahlkartenergebnissen dort, auch die liegen ja vor, wie war da das Wahlkartenstimmverhalten für die einzelnen Parteien, das berechnen mit einer wirklich nur minimalen Schwankungsbreite. Das heißt, da tut sich nichts mehr? In der Parteienreihenfolge sowieso nicht. Die Abstände sind ja riesig. Wie gesagt, wenn es bei einem Mandat sehr knapp ist, und das könnte es beim dritten Mandat der Grünen sein, dann kann man das nicht prognostizieren. Das ist der Spannungsmoment für morgen, allerdings das Einzige.
Jetzt wissen wir also, wie die EU-Wahl in Österreich ausgegangen ist. Ich bitte die Regie, vielleicht kann man es schnell noch mal einblenden, weil es ja doch relativ flott gegangen ist. Können wir vielleicht noch mal die Grafik zeigen als ganz kurzen Überblick. Hier sehen Sie es, das ist nach unserem besten Wissen und Gewissen und vor allem nach den Rechnungen unserer fantastischen Hochrechner das Wahlergebnis inklusive Briefwahlprognosen. Und über das diskutieren jetzt nochmal Claudia Reiterer und ihre Gäste. Und danach melden wir uns nochmal wieder mit Prognosen für ganz Europa.